Hallo und herzlich willkommen zu unserer Smoothie Challenge. Wir machen die so ein bisschen in Pony Edition. Ganz genau. Ja, wir haben das hier mal so alles hingelegt. Ich glaube, das sieht man nicht so gut. Deswegen zeigen wir euch das einmal von nah. Willst du direkt mit den schlechten Sachen anfangen? Ja, komm. Wir haben 10 schlechte Sachen. Einmal, das sind Flohsamen. Hier so ein bisschen Pferdemüsli, ein bisschen Gras, Erde, Hafer und... Warte mal, das müssen wir vielleicht kurz erklären, warum wir Erde gewählt haben. Wenn man die dreckigen Ponys putzt, ne, dann isst man so oft so viel Staub. Ja. Gehört ja quasi dazu. Ja. Dann haben wir hier so Haferpellets, ein paar Leckerlis und hier noch so ein Hustenöl-Ding. Dann haben wir hier Heu und Stroh. Ist ja auch sehr beliebt bei den Pferden. Ja, dann ist hier unser Gläschen mit den 20 Zutaten. Und hier, das sind die guten Zutaten. Also einmal gefrorene Erdbeeren, Birne, Quark, Apfel, Banane, Naturjoghurt, Marmelade, Milch und Honig und Möhre. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Achso, und wir haben natürlich auch eine Bestrafung. Die befindet sich noch hier hinten. Wir machen das nämlich so, wer am wenigsten trinken muss, halt die Bestrafung machen. Wir haben uns 3 Stück überlegt und die muss man dann auch nochmal ziehen. Also bleibt es auf jeden Fall spannend. Ich darf beginnen. Du darfst beginnen. Okay. Oh Gott, ich hoffe nichts Gutes. Hafer! Hier. Ich möchte diesen Zettel. Aha! Was machst du denn jetzt? Oh, ich habe 2. Jetzt habe ich bestimmt die schlechten. Was? Erde. Ich glaube, am schlimmsten finde ich aber noch irgendwie Stroh oder so. Ist das eine? Milch. Chance weniger, was gibt's da? Apfel. Oh. Was hat denn hier jetzt? Eine Birne. Wollen wir jetzt noch das Gute ziehen? Eine Banane. Oh nee. It's Corona time right now. Quark. Gras. Das ist jetzt schon mehr Gutes als ich, ne? Wir müssen das später trinken, das höre ich auch mal. Nein. Das ist so grausam, das dickt ja dann immer so auf. Oh, ich könnte kotzen jetzt schon. Honig! Als Flohsamen. Marmelade. Ja. Hustensaft. Ach, ist okay. Müsli. Ja, unsere lauren Leckerlis. Hast du? Hast du? Heu. Und die Erdbeeren, die Erdbeeren. Stroh. Die Pellets. Die krieg ich auch. Möhre. Oh no. Gefrorene Früchte, also die Erdbeeren. Oh. Ja, ich bin total verstört. Pellets. Ja, ich hab den Abzug. Oh Gott. Oh Mann. So. Okay. Unsere Gläser sind voll mit Zetteln. Ich würde sagen, wir sortieren einfach mal ganz schnell von links nach rechts, wer was hat. Yes. Dann zeigen wir euch das nochmal gleich im Überblick. Yes. So sieht das jetzt nochmal im Überblick aus. Also das ist meine Seite und das ist Julias Seite. Und was uns aufgefallen ist, alle 3 Futterarten toll hat Julia abbekommen. Und die Flohsamen. Also bei mir finde ich am schlimmsten die Erde. Der Stroh ist auch schon echt abartig, ne? Die Flohsamen am schlimmsten. Ja, das glaube ich. Naja, hier wird dann der Smoothie am Ende sein. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Thermomix. So, wir beginnen mit meinem. Wo fange ich am besten an? Ich tue erstmal Banane rein. Ich tue mir ein ganzes Bananenchen rein. Das würde ich auch machen, du. Dann Leckerlis. Ich will natürlich rein, nicht alle. Oder? 2 Minimum. Ja, okay, dann 2, die 2 hier. Dann, eigentlich müsstest du 3 reintun, wenn ich hier so viele Futtersachen habe. Ich will nur, dass ich verliere. Dann ein bisschen Gras. Ein bisschen Gras muss sein. Dann ein bisschen Erde.
Boah. Den sieht man ja gar nicht, der ist ja mini. Nein, der ist gar nicht mini. Schau mal, wie groß der ist. Ist doch. Dann hier ein Apfel. Oder? Den Kern, geil. Ja klar, den merkt man da eh nicht. Ein Pferd isst es auch mit Kern. Dann ein bisschen Honig. Das ist wirklich viel. Komm, mach weiter. Okay. Davon kannst du aber noch ordentlich nicht schlucken. Nein, doch. Mehr. Das reicht. Okay. Ups. Ein bisschen mehr rein, ne? So, ups, reicht okay. Das? Reicht. Stopp! Das ist rein. Wird schon jetzt ein flüssiger. Das ganze Stroh. Komm, soll ich mal mit dem Löffel reindippen, ob das wirklich alles gut ist? Nein. Ja. Schütt das hier jetzt hinein. Wenn da jetzt Klumpen noch drin sind, ne? Dann musst du die das mittrinken. Das ist echt noch dickflüssig. So, weiter geht's mit meinem leckeren Smoothie. Ich freue mich schon. So, womit beginne ich? Ich würde mal als erstes ein bisschen Heu reintun. Das zerkleinern. So, gut, mache ich hier weiter. Ein paar Pellets. Noch ein bisschen. Komm, noch ein bisschen. Komm, ja. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's. Hafer. Noch ein bisschen, ja. Lecker Müsli. Tu alles rein. Na. Okay, rein. Wie viel los hat zum Schluss? Mach einfach so eine Stücke Möhre rein. Mach ein bisschen mehr schon. Ja, ich wollte es ja ein bisschen zerkleinern. Nein, das reicht. Na. Also meine Banane. Du hast eine ganze Banane reingetan. Die war so klein. Hopp. Nein! Ja. Höchstens. Mehr? Nein. Das ist was Gutes. Hör auf jetzt. Hast du mal gerochen, ob der noch gut ist? Ja. Nein, ist doch viel. Ich hab vom Naturjoghurt richtig wenig. Ich hab doch gesagt, du kannst so ganz rein, Mann. Hör auf. Ganz rein. Nein. Du hast so viel, wie das ist. Genau. Nein. So, das reicht. Das reicht nicht. Ein bisschen noch. Nur ein bisschen. Das reicht jetzt aber. Und weiter. Ich habe mehr. Weiter. Du hast nicht mehr. Ich habe schon. Boah, das steht. Weiter, Julia. Noch ein Schlüggel. Also der als erstes absetzt und nicht mehr weiter trinken kann, der muss die Bestrafung machen. Nein, nicht auf Ex. Wer am wenigsten trinkt. Ja, wir können uns jetzt ja keine 10 Minuten hier hinsetzen und den runterwürgen. Doch, dann machen wir das so, nur doch schnell. Das ist ja ekelhaft. Es schmeckt wie Pferdefutter riecht. Es ist sehr faserig noch. Boah, das kann ich nicht so schnell trinken, weil ich wie viel Saft das da ist. Vorsicht, ihr bleibt mit der Zahnspange hängen. Oh, das ist so ekelhaft. Boah, das ist so ekelhaft. Ich habe viel zu viel dieses Hustenzeug da. Tut meinem Hals nicht gut. Dann trink nicht weiter. Da habe ich jetzt gewonnen. Und du kriegst die Bestrafung. Ich habe so ein bisschen nur getrunken. Ich habe schon ein bisschen mehr. Viele sind auch nicht, aber. Gut ist auch, ja, okay. Wie mein Gesicht zu halten. Ich hoffe, dass ich die eine Bestrafung nicht kriege. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, doch einmal kurz gegenseitig zu tauschen, ne? Boah, ist schon hardcore mit dem. Boah, ich finde deins besser als meins.
Boah, das ist so, der ist richtig intensiv, ne? Mhm. So, wir haben jetzt drei wunderbare Bestrafungen. Mhm. Erstens, Peperoni essen. Zweitens, Haare färben. Drittens, kalten Wassereimer über den Kopf. Okay. Ich hoffe, ich krieg nicht den kalten Wassereimer oder die Haare färben. Okay, Augen zu. Nein, kann ich einen anderen? Einmal kaltes Wasser über den Kopf. Ich würde sagen, Leute, wir gehen mal raus, platzieren die Marina schön im Garten. Hol uns einen kalten Wassereimer und dann geht's ab. Wirklich? So, Marina ist schon hier. Ich habe noch eine bessere Idee als kaltes Wasser. Nein. Wir nehmen hier jetzt einen schönen Eimer mit Regenwasser. Julia, das ist nämlich kalt und ekelhaft. Das ist mir wurscht. Diesen Eimer hier, schön mit Dreck drin. Julia, aber wir lassen Wurm. Weil das ist so kalt, Leute. Oh mein Gott. Das war richtig witzig. Ich glitschte das auch noch von unten. Vor allem Julia war richtig gemein, weil sie hat erst mal so 5 Minuten gefühlt gewartet und dann erst geschüttelt. Ja. So, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Warum bist du so rangezoomt? So, das war's mit diesem Video. Genau. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir fanden das lustig. Ja, ich bin nochmal ganz schnell weg, weil ich muss jetzt ganz schnell unter das warme Wasser. Ja, mach das. Tschüssi. Adios. Wo ist mein Handy?